Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Wintermute. Wir sind immer noch dabei, den Bären zu jagen. Zwei Begegnungen müssen wir noch überstehen. Zwei Schuss habe ich hier noch in meinem Gewehr. Wir sind ja auch an der Stelle, wo er theoretisch auftauchen könnte. Guck mal ganz vorsichtig. Sehen gerade nicht hier. Wird vielleicht noch mal versuchen, hier dort den Hasen zu erledigen. Wir brauchen Nahrung, nachdem wir Jeremiahs Vorräte schon wieder aufgegessen haben. Aber ich kann es immer noch nicht. Ach herrje. Gut, dann belassen wir das jetzt dabei. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich in diese Höhle jetzt rein kann, wo es diese versteckten Fackeln geben soll. Oder ob er dann immer noch sagt, geht nicht, geht nicht. I have to stay focused on the task at hand. Ja. Na gut, dann bleib mal konzentriert auf deine Aufgabe, Will. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also wir sind jetzt hier unten. Ich würde als nächstes halt nochmal beim gefrorenen Bach nachgucken, ob der Bär da ist. Was ich vielleicht machen könnte, da das mit dem Gewehr offensichtlich nicht so den Effekt hat auf den Bären, würde ich dass die Schuss mir für die letzten Begegnung aufheben. Und dafür die fünfte Begegnung vielleicht hier mit der Signalpistole versuchen. Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht für die letzte Bärenbegegnung das Gewehr tatsächlich noch am ehesten brauche, um den Bären tatsächlich zu erledigen. Ich weiß es nicht. Ist halt nur so eine Theorie, weil ich halt schon ein paar Mal auf den Bären geschossen habe, meiner Meinung nach auch ordentlich auf den Kopf gezielt und das hat aber irgendwie immer keinen Effekt gehabt. Vielleicht ist das geskriptet, also dass das Spiel das mit Absicht uns so vorgibt, weiß ich nicht. Aber wenn das so sein sollte, will ich dann halt die Munition nicht verschwenden und nutze dann doch lieber die Signalpistole. So, ist das jetzt hier schon der See? Noch nicht, oder? Also man merkt das ja immer, wenn man dem Bären nahe kommt, wenn das Spiel von sich aus speichert. Das hat es bisher nicht getan, aber wir sind auch noch nicht an dem See hier. Das müsste dann hier über den nächsten Hügel sein. Wir rennen jetzt mal diesem Hirsch hinterher. Genau, hier ist dann auch der See. Hier gäbe es auch nochmal Hasen, also wir können das nochmal probieren. Warum nicht, ne? Wenn wir einmal da sind. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwann mal hin. Nee, kriegen wir nicht. Wir sind zu doof. Eindeutig zu doof dafür. Weiß nicht mehr, ich habe das doch mal ganz gut hingekriegt. Irgendwie mache ich das immer wieder gleich falsch. Nehmen wir mal noch ein paar Steine auf. Und was ich mal noch machen wollte, vielleicht kann ich das auf so ein schnell... Kann ich gar nicht auf so ein Schnellrad legen. Schade. Okay. Gewehr. Das. Nachgeladen ist es.
Ich weiß halt auch nicht, ob der Bär an einer Stelle, wo er schon mal war, auch mehrmals auftauchen kann. Oder ob er zufällig, oder also ob er an allen Orten mal auftaucht, allerdings in einer zufälligen Reihenfolge. Müssen wir mal hier gucken. Also hier war er ja schon mal an dieser Stelle. Weiß ich halt nicht, ob er hier nochmal sein könnte. Das Spiel hat bisher nicht gespeichert. Wahrscheinlich wird er hier nicht sein. Nee. Ist er nicht. Okay. Dann gehen wir als nächstes dann wieder zur Rodungsfläche. Das heißt, einmal hier so am Aussichtsturm vorbei. Da ist ein Wolf. Dem wollte ich jetzt nicht begegnen. Wenn wir uns von dem anfressen lassen, gibt es allerdings Fleisch. Wie geht's uns? Wir könnten's verkraften, denke ich. Wir könnten's drauf ankommen lassen und dann hätten wir wenigstens Fleisch. Wenn er dann verblutet, müssen wir ihm halt nur folgen. Blöd wäre es, wenn er natürlich direkt zum... Ja, komm her. Ich möchte mit dir kämpfen. So, okay. Leiden, leichte Prellung, die Kleidung ist ein bisschen gerissen, aber das macht alles nichts. Wir müssen halt nur gucken, wo er jetzt umfällt, dass wir ihn dann auch auseinandernehmen können. Ein bisschen Trefferpunkte haben wir verloren. Aber das muss jetzt halt auch gehen. Bitte renn aber nicht direkt zum Bären, also das muss nicht sein. Da oben. Fall um. Can't feel my feet. Ja, das Thema hat man auch schon. Muss nicht sein, wenn der Bär wieder an dir rumknappert. Willst du die Füße auch gar nicht spüren. Glaub mir, Will. Okay. Wir haben etwas Nahrung. Sehr gut. Ich nehme jetzt auch gleich alles, was hier der Wolf uns bieten kann. Es ist natürlich wieder kalt. Das ist nicht gut. Es wird sich hier frieren. Okay. Jetzt muss ich kurz einordnen, wo wir sind. Wir sind jetzt hier. Also da gab es hier auch diese kleine Hütte. Vielleicht gehen wir auch zuerst wieder in diese kleine Hütte, bevor wir tatsächlich zur Rodungsfläche weiterziehen. Noch ein Wolf, den wollte ich jetzt aber nicht haben. Okay, der ist abgehauen. Gut. Jetzt kommen sie wieder alle auf einmal. Da ist die Hütte, okay. So ein bisschen Holz brauche ich aber, sonst kann ich das Feuer da nicht anmachen. Kann ich mir das leisten, 45 Minuten das auseinanderzunehmen? Doch, das geht gerade so. Okay. Dann machen wir hier das Lagerfeuer. So, dann ist uns nicht mehr kalt. Und dann können wir auch das ganze Wolfsfleisch hier... Haaren. Ich würde da gleich mal ein Stück von essen, sonst sind wir gleich wieder verhungert. Okay. Weiter, das wird noch gegart.
das garen wir noch. Wir kochen jetzt das ganze Fleisch, was wir haben. Ich würde auch noch mal ein bisschen Wasser kochen, dass wir da auch noch mal wieder unsere Vorräte auffüllen. Und dann gehen wir hier in die Hütte, schlafen ein bisschen, so dass wir dann wieder ausgeruht in den nächsten Tag starten können. Also ihr seht, das ist hier wirklich ein Kampf um Leben und Tod. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir unsere Sachen nochmal irgendwie reparieren. Die sind alle sehr mitgenommen. Aber wir schlafen hier erstmal, weil hier in der Nacht können wir eh nicht reparieren irgendwas. Sechs Stunden schlafen. Oh, das zieht sich aber auch wirklich. Eigentlich hätte man gedacht, ja, sechs Orte mit dem Bären, sechs Begegnungen ist eigentlich kein Problem, geht ratzfatz. Und dann ist das doch schwieriger, viel, viel schwieriger als gedacht. Das war wirklich irgendwie nicht zu erwarten, muss ich ehrlich sagen. Gut. Also jetzt können wir nochmal was trinken und sonst geht es uns soweit eigentlich gut, dass ich sagen würde, wir können hier weiterziehen. Beziehungsweise wir gucken nochmal nach unseren Sachen. Da ist ja wirklich irgendwie... Ja, also Hose haben wir nicht mehr. Das sieht nicht gut aus. Also wir bräuchten tatsächlich... Ist ja alles kaputt. Kann das jetzt hier zerlegen. Da kriegt man nochmal Stoff. Weil die Sachen, die kaputt sind, kann ich nicht mehr reparieren. Also alles mit diesem X. Oh, die schöne Jacke. Die schöne Jacke, die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Es ist so schade drum, dass die jetzt kaputt ist. Dann müssen wir doch, also ich glaube, unser Ziel sollte doch sein, eventuell doch nochmal zum Damm zu gehen und zu gucken, ob wir da irgendwas hinterlassen haben. Ich meine mal, wir sind ja jetzt auf dem Weg hierhin, müssen auch hier nochmal vorbei. Es kann natürlich sein, dass der Bär dann gerade die letzten zwei Begegnungen an den zwei Stellen hat, weil er war schon mal hier, er war schon mal da, er ist auch schon mal... Nee, hier weiß ich gar nicht. Ja doch, da war er als erstes, glaube ich, aufgetaucht. Beziehungsweise halt hier. Also, wenn das sechs Orte sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und er taucht wirklich mal einmal an jeder Stelle auf, würde das bedeuten, dass er ja nur noch hier oben auftauchen kann. Einmal hier und da. Werden wir ja gleich sehen. Ne? Also, ich würde als nächstes hier hingehen und dann halt da. Und ja, und je nachdem, wie es uns geht, eigentlich müsste man nochmal zum Damm gucken, ob wir irgendwas dagelassen haben, was uns noch nützlich ist oder nützlich sein könnte. Die Frage ist halt, kommen wir jetzt hier diesen Weg oben auch lebend an? Ne? Das wäre dann die Frage. Also ich schlafe hier nochmal eine Stunde, dass wir einen Speicherpunkt haben. Das ist halt wichtig, dass wir das haben. Und dann müssen wir losziehen. Also unsere Munition ist halt leider auch wirklich knapp, sowohl in der Signalpistole als auch im Gewehr. Ist halt alles nicht so einfach. Und wir rennen halt jetzt wirklich halbnackt durch die Gegend. Sollte ich es nochmal probieren, hier so einen Kanickel zu erledigen? Ein letzter Versuch. Wahrscheinlich bin ich wieder zu doof. Zu doof dafür. Nee, bin ich diesmal nicht. Gut. Tut mir leid, Karnickel, tut mir leid. Nützt nichts. Ich brauche aber Nahrung.
Okay. Durchatmen. So, jetzt ist hier die Rodungsfläche. Noch hat er nicht gespeichert. Das heißt, hier wäre der Bär also nicht. Es sei denn, er speichert jetzt noch ganz kurz vorher. Wenn er nicht hier ist, würde ich auch im Holzfällerlager noch mal kurz eine Stunde schlafen, um dort den Speicherpunkt zu haben. Kann ja mal ein bisschen näher an dieses Lager, in dieses Holzfäller-Dings hier gehen, an die Rodungsfläche. Aber da speichert er auch nicht, also das wäre sonst schon ausgelöst, das Event, denke ich mal. Okay, also hier ist er nicht. Ja, dann wie gesagt, dann gehe ich zu diesem Holzfällerlager, dort auch nochmal in so einen Wohnwagen, lege mich dort eine Stunde ins Bett, um dort den Speicherpunkt zu haben, falls der Bär dann an der nächsten Stelle auftaucht und wir das Ganze nicht überleben sollten, dass man nicht gleich wieder hier vom jetzigen letzten Speicherpunkt anfangen müssen. Da oben ist ein Wolf, aber den können wir hoffentlich umgehen. Da ist auch nochmal ein Wolf. Die würde ich schon gerne umgehen eigentlich. Der rennt natürlich dem Hirsch hinterher, der andere dem anderen Hirsch. Da werde ich die wahrscheinlich gar nicht umgehen können. Hör doch, da war es da oben. Vielleicht schaffe ich es doch vorbeizurennen. Wir probieren das jetzt mal schnell. Also ich will dem wirklich... Ah, er hat mich schon gesehen. Lass mich in Ruhe. Vielleicht kann ich ihm auch davon rennen. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Ich probiere das jetzt einfach. Theoretisch könnte ich natürlich auch eine Magnesiumfackel nehmen, ich Dummerchen. Aber vielleicht habe ich es schon geschafft, dem davon zu rennen. Oh Gott, er speichert. Das heißt, der Bär ist also hier irgendwo. Oh oh, aber ich gehe wirklich hier erstmal rein. Also theoretisch habe ich ja den Speicherpunkt. Oh, durchatmen. Schlafen gehen. Meinetwegen 3 Stunden. Dann haben wir auch volle Trefferpunkte. Und dann müssen wir es einfach nochmal wagen. Oh, hey. Es ist so schwierig. Essen. Trinken. Das hat man schon auseinandergenommen. Bei dem könnte man es noch. Ja, gut. Also ihr wisst, was nächste Folge ansteht. Wir verlassen dann hier diesen... Es war vielleicht auch keine gute Idee, das Kaninchen zu zerlegen. Jetzt haben wir hier eine Dreier-Duftwolke. Aber wir sind ja eh eigentlich schon tot. In der nächsten Folge bestimmt. Also bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.